Hallo und herzlich willkommen zu deinem 30 Minuten Full Body Workout. Dieses Workout ist ein No Jumping Workout. Du brauchst Kurzhanteln zwischen 3 und 7 Kilo. Wir werden heute den ganzen Körper trainieren. Das heißt, wir haben 3 Bauchübungen, dann haben wir 3 Oberkörperübungen und 3 Übungen für den Unterkörper, für die Beine. Was du heute noch zusätzlich brauchst, ist einen kleinen Zettel. Wir werden heute unsere Übungen schauen, wie viele Wiederholungen schaffen wir in 35 Sekunden. Und du kannst dann einfach dieses Workout in 2-3 Tagen wieder machen und schauen, dass du dich von Woche zu Woche, von Workout zu Workout steigerst. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Stephanie, ich bin Personal Trainerin, Mentaltrainerin. Ich habe die Theta Healing Ausbildung. Es gibt viele Dinge, die ich sehr, sehr gerne mache. Und wenn du möchtest, dann schau, dass du dich unten anmeldest beim Download-Link, denn in wenigen Wochen startet mein erster Online-Kurs zum Thema in 8 Wochen zur Traumfigur, Selbstbewusstsein und Lebensfreude. Okay, genug geplaudert. Wenn du bereit bist, dann gib mir einen Daumen nach oben und wenn du so richtig bereit bist, dann gib mir 2 Daumen nach oben und wir starten mit einem 2-Minuten Warm-up. Jetzt komm in einen hüftknochenbreiten Stand oder schulterbreiten Stand und dann kreist die Arme nach vorne, die werden wir heute brauchen. Und danach die Arme nach hinten, sehr gut, nach vorne und hinten. Ja, 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 wir schaffen das. Und nein, 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 der Schweinehund hat keine Chance. Ja, 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 wir schaffen das. Und nein, 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 der Schweinehund hat keine Chance. Dreh dich von links nach rechts. Russian Twist wird die erste Übung sein mit einem Roll-Up. Du wirst es gleich verstehen. Und wir machen das 3-mal. Also keine Sorge, wir zählen nur beim 3. Mal. Gut. Nimm einmal die Hände hier hinten und zieh dich nach oben. Wir wechseln die Seite. Nimm die Hände hoch und zieh dich nach oben. Was willst du heute erreichen? Mehr Kraft, super in den Tag starten, setze eine Intention. Komm in einen Deep Squat, den Sandkissen Squat und wir wärmen die Hüften auf. Nimm die Fingerspitzen und lass sie nach hinten ziehen. Wir werden heute rudern, da brauchen wir die Unterarme noch 50 Sekunden Warm-up. Und dann werden wir den Roll-Up Russian Twist machen. Komm in einen ganz weiten Stand und wippe ein paar Mal nach vorne. Ja, und nach links und nach rechts. Komm ins Joggen, wir haben noch 30 Sekunden und schau, was du gerade brauchst. Ich zeige dir gleich die erste Übung und zwar Roll-Up und Russian Twist. Wenn du möchtest, gerne mit Hanteln, wir rollen zurück. Und dann wieder einen Russian Twist. In 14 Sekunden geht's los. Wenn du möchtest, trink noch einen Schluck Wasser. 10 Sekunden und dann 15 Sekunden Pause. Und dann erkläre ich die nächste Übung. 3, 2, 1. Los geht's. Roll up. Russian Twist. Wenn dir das zu schwierig ist, kannst du die Fersen am Boden und den Russian Twist machen. Roll up, Russian Twist. Noch 15 Sekunden, dann 15 Sekunden Pause. Yes! Setz deine Intention. Und einmal noch. Zack, zack, sehr gut. Alternating Leg Raises in 10 Sekunden. Schultern sind weg von der Matte und wir ziehen abwechselnd nach oben. Wenn dir das zu schwierig ist, in 5 Sekunden geht's los, dann einfach die Schultern am Boden, beziehungsweise ist die erste Runde. Wir schauen einmal, wie geht's uns heute? Und alternativ ziehen wir. Schau, dass du die Knie durchstreckst. Oh, das geht ganz schön auf den unteren Bauch. Fokus ist unterer Bauch. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Noch 10 Sekunden, du schaffst das. Schultern weg von der Matte. Die Atmung bewusst ein durch die Nase, aus durch den Mund. Noch 2 Sekunden. Yes, yes. Und Pause, sehr gut. Ich habe die dritte Übung Swiffer Crunch getauft.
Das heißt, du schaust, dass die Innenkanten zusammen sind und dann swifferst du, putzt du von links nach rechts. Es geht schon los. Go, go, go. Ich hoffe, du kannst mich gut sehen, aber grundsätzlich mit den Fingerspitzen an der Außenkante tippen, während die Innenkanten sich berühren. Noch 15 Sekunden. Yes! Dann haben wir 35 Sekunden Pause in 5, 4, 3, 2, 1 und nimm die Beine zu dir. Yes, sehr gut gemacht. In 30 Sekunden geht's los. Kurz ausschütteln. Wir machen noch eine Proberunde und die dritte Runde, da zählen wir. Da, wirklich, da geben wir alles. Das war jetzt nur mal schauen, wie geht's uns. Gut, in 15 Sekunden mach dich bereit. Roll up. Und dann schauen wir, vielleicht können wir eine kleine Hantel nehmen. In 5, 4, 3, 2, 1, roll up, rushen und zurück. Roll up, rushen. Das geht doch ganz gut. Du challenge dich. Ja? Du schaust. We are in this together. Wir sind ein Team. Noch 10 Sekunden. Einmal noch. Komm, hoch. Yes, yes. Und halten. Erinnere dich. Leg raises. In 5 Sekunden. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Alle im Wohnzimmer. Ja, wir schaffen das. Und los geht's. Kinn ist zur Brust. Go, go, go. Du musst nicht ganz tief gehen. Wenn du dich mehr challengen willst, geh tiefer oder weniger tief. Noch 15 Sekunden. Langsamer und kontrolliert. Go, go, go. Du schaffst das. Das ist der Joy Your Workout. Go, go, go. Noch 5, 4, 3, 2, yes! High five! Sofa Crunch, schreib mir nachher, welche für dich die schwierigste Übung war in diesem Set. Für mich ist das Sofa Crunch. Innenkanten berühren sich. 5, 4, 3, 2, 1 und go, go, go! Du kannst auch gerne die Beine so benutzen. Ja? Wenn die Innenkanten, wenn das zu komisch ist, heute nicht geht. Go, go, go. Kinn fest zur Brust. Wenn du ein Thema hast mit dem Nacken, lass den Kopf am Boden. Ah, das ist angenehm. Ah, das mag ich. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Knie zur Brust. Kurz auslockern, aber nimm schon deinen Zettel. 30 Sekunden Pause. Schreib auf. Roll up. Schreib auf Alternating Leg Raise und schreib auf Swiffer Crunch und wir zählen in 20 Sekunden. Und genauso machen wir es dann mit dem Oberkörper und mit den Beinen. Full Body Workout. No Jumping. Heute schneit es wieder. In 5 Sekunden geht's los. Du zählst, wie viele du schaffst. Ein Twist ist 1, also wir rollen nach oben und links, rechts ist einmal. Go, go, go. In 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Ich habe schon 3, wie viel hast du? Einmal noch. 10 Stück. Schreib auf. 10 Stück. In 15 Sekunden geht's los. Alternating.
Yes! Alternating Leg Raises. Zweimal ist einmal nur. Also links, rechts steht für einmal in 3, 2, 1, go. Schultern weg. Das ist eins. Neun, neun habe ich schon. Und Pause. Schreib auf, wie viel hast du geschafft? Und dann beim Swiffer. Und auch hier. Links, rechts ist einmal in 5 Sekunden. 3, 2, 1, los geht's. Hab schon 5. Noch 15 Sekunden. Und Pause. Schreib deine Zahl auf. Eine Minute Pause. Und du kannst gleich drunter schreiben: Bärenrudern, Swings, Push-Up und Zottmann Curl. Auch wenn du vielleicht jetzt noch nicht weißt, was das ist, wir werden das dann gleich gemeinsam durchgehen. In 40 Sekunden klopf dir mal auf die Schultern. Super gemacht. In 30 Sekunden geht's los. Das Bärenrudern ist in der ersten Runde, machen wir es im Vierfüßlerstand. Wir nehmen uns eine Hantel und rudern. Achtung, gleicher Abstand, Knie und Hände. In 20 Sekunden geht's los und dann rudern wir einmal rechts und links. Und auch das zählt dann wieder als einmal, aber erst in der dritten Runde. Let's get ready. In 5, 4, richte dich ein, Schultern, Handgelenk und los geht's. Rudern, Ellbogen sind nah am Körper dran. Wenn du kniesensitiv bist, wir haben noch 20 Sekunden, dann einfach rundherum. Erste Runde schauen wir mal, was sind das für Übungen? In 12 Sekunden haben wir Pause. Wenn du schon mal beim Yoga bei mir warst, weißt du, was die Swings ist? Und dann ist der Swings Push-Up ja nicht mehr weit. In 15 Sekunden geht's los. Wir machen mal die leichtere Version auf den Knien. Das ist die Swings. Und von der pushen wir nach oben. Also wir gehen runter und hoch. In 5 Sekunden. Und los geht's. Schau, dass die Mittelfinger parallel sind oder die Zeigefinger. Und wenn du schwieriger haben willst, dann gehst du mit den Knien weiter weg. Push, push, push. Das ist ein Trizeps-Push. Noch 15 Sekunden. Gerne mit einer Kniepolsterung. Die letzten 12 Sekunden. Zottmann ist ein Bizeps-Curl. Und Pause. Sehr gut. Gerne im Sitzen oder im Stehen. Entschuldigung. Ein paar leichtere Hanteln. Das ist supinierter Griff. Wir gehen supiniert nach oben, wir drehen proniert nach unten. Los geht's. Eher leichteres Gewicht nehmen, wegen der Rotation im Handgelenk. Ja? Und danach haben wir 35 Sekunden Pause. Einatmen nach oben, ausatmen nach unten. Aus der Muskelkraft, nicht aus dem Schwung. Go, go, go. Wenn du spürst, dass du sehr wackelst, dann nimmst du dir, ich sag's dir gleich in 4 Sekunden, dann hast du Pause. Und einmal noch, sehr gut, 35 Sekunden Pause. Wenn du merkst, du wackelst sehr stark, dann klemmst du dir ein Handtuch hier ein. Okay, ihr Lieben.
25 Sekunden das Bärenrudern. Achtung, nimm zwei Hanteln, wenn es dir möglich ist. Und diesmal weg mit den Knien 2-3 cm vom Boden. Bedeutet, in 5 Sekunden geht's los. Du richtest dich einem Vierfüßler und unser Goal ist, dass die Knie nicht die Matte berühren. Wir zählen noch nicht, das heißt, erst in der dritten Runde zählen wir. Noch 20 Sekunden. Ich habe gelogen, es sind noch 25. Lieber langsamer koordiniert, Hüften aus Stahl. Go, go, go. Yes. Die letzten 12 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und kurz relaxen. Bedeutet 10 Sekunden noch. Und dann Swings Push-Up gerne wieder auf den Knien oder weg von der Matte. In 3, 2, 1, es geht los. Und wir pushen von unten nach oben. Siehst du das? Yes. Man könnte auch Säge dazu sagen. Menschliche Säge. Wir gehen von unten nach oben. Und wenn es dir zu viel ist, dann auf den Knien. Ein Trizeps-Push. Noch 10 Sekunden. Yes. Letzten 5. 4, 3 und Pause. Oh, Zottmann Curl. Gerne mit weniger Gewicht, wenn du das Gefühl hast, das war jetzt ein bisschen too much. 3, 2, 1. Hoch und runter. Hoch und runter. Wir haben dann 35 Sekunden Pause. Wir holen dann unser Zettelchen und wir zählen. Noch 20 Sekunden. Go, go, go. Die Hälfte haben wir schon. I'm happy. I am healthy. And I am strong. Yes. Einmal noch. Sehr gut. 35 Sekunden Pause. Broniert ist das hier und supiniert ist das. Also Brot nehmen, broniert und supiniert wie die Suppe. Rund, ja. Deshalb sind die Griffe heißen so, beziehungsweise das ist so der Link, wie ich es mir merken kann. Gut, in 15 Sekunden geht's los. Der Bär rudert. Ich werde den mal ein bisschen auf die Seite geben, den Bären hier. Nimm dir die Hanteln, challenge dich und zähle. Links, rechts ist eine Wiederholung. Go, go, go. Hüften aus Stahl. Sechs habe ich schon. Noch 10 Sekunden. Und Pause. 9. Wenn du 9 hast, mehr oder weniger. Trag schnell ein. Die Swings. Die Swings ist anstrengend für die Schulterrotation. Los geht's. Now. Wie viel schaffst du? Ich muss weiter zurück. Lass dich nicht beirren von mir. Ich habe die gestern schon gemacht. Das ist aber keine Ausrede. Go, go, go. Yes, Pause. 8 zähle ich. Wir challengen uns immer nur mit uns selbst, ja? In 3, 2, 1, go. Dann haben wir nur noch die Beine.
Okay. Ich sage 9,5, das letzte war sehr schlampig bei mir. Ja? Auch das geht. Es gibt auch halbe Punkte. Eine Minute Pause. Trink mal was Gutes und dann schreib. Kurz ausatmen, als erster ausatmen, dann trinken. Dann schreib auf deinen Zettel Curtsy Lunge, High Knee, Reverse Lunge und In-and-Out Jumps. Das erste wird sein Curtsy, High Knee. Yes, in 20 Sekunden geht's los. Dann haben wir den Reverse Lunge, High Pull. Sieht dann anders aus mit den Kurzhanteln und ohne Hanteln. Out und in 10 Sekunden und dann sind wir finito. Curtsy Lunge, Reverse Lunge, In-Out Jumps. In 5 Sekunden. Erste Runde chillen wir. Spaß. Erste Runde Hüftknochenbreiter Stand und los geht's. Du kannst doch gerne einfach einen Front Lunge machen, wenn Curtsy komisch ist, also nach vorne steigen und dann die Knie heben. Oder lateral. Schau mal, was für dich heute gut ist. Noch 10 Sekunden. Erste Runde ist mal ein bisschen schauen, hineinfühlen. Und Pause. Nimm die leichtere Hanteln, du wirst gleich wissen warum. Oder vielleicht sogar nur Wasserflaschen. Und wir steigen in 5 Sekunden nach hinten und beim Hochkommen ziehen wir nach oben. Ja? Also wir steigen nach hinten und beim Hochkommen nach oben. Das ist ein High Pull, nennt man das. Los geht's. Wir haben schon gelernt, pronierter Griff, wie das Brot nehmen und dann hoch. Und du siehst, wahrscheinlich brauchen da die Schultern ein bisschen weniger. Gewicht ist auf der Ferse, noch 5 Sekunden. Und dann werden wir bald duschen gehen. Ha? 15 Sekunden Pause, du brauchst keine Hanteln. Wir werden dann zählen, einmal nach außen und innen ist einmal. Bedeutet, zweimal nach außen, 1, 2, zweimal nach innen ist einmal. Los geht's. Mach's dir nicht so einfach wie ich. Geh ein bisschen tiefer. Und du hast es nicht mal gemerkt, wir haben eine Jumping-Übung drinnen. Wenn dir das zu viel ist, gib mir erst kurz. Noch 5 Sekunden. Und High Five. Haben wir heute noch nicht gemacht. Zweite Runde startet in 20 Sekunden. Können wir das schaffen? Einmal die Hände auf die Oberschenkel ausatmen. Ja, wir schaffen das. Easy peasy. Wie kannst du dich in der zweiten Runde challengen? Hat es bei dir auch 40 Grad? Gefühlte 100 Grad hier. Und los geht's. Go, go, go. Zwei Drittel schon geschafft. Über zwei Drittel, nicht? Haben nur noch 6 Minuten. Inklusive 2 Minuten Cooldown. Den ganzen Körper trainiert. Joy ist auch schon müde. Ich habe heute auch eine Meditation für dich abgedreht. Pause, kannst du dir danach reinziehen oder vorher. 10 Sekunden Pause. Nimm die kleineren Hanteln. Mach dich bereit. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Overhead Grip auf Englisch. Los geht's. Und hoch, Seite wechseln. Power. I'm happy. I'm healthy. I am strong. Yes.
High Pull. Noch 10 Sekunden. Und einmal noch. Yes. Sehr gut. In, in, out, out. In 10 Sekunden. Bauch zur Wirbelsäule, Gesäß ist fest. Nicht hier. 3, 2, 1, go. Fixiere einen Punkt, der so ein bisschen schräg nach unten geht. Das ist die Verlängerung von einer Wirbelsäule. Nicht nach oben, nicht ganz nach unten, sondern so schräg. Noch 10 Sekunden. Air Squats sind auch willkommen. Und yes, last and final round. Dein Zettelchen bei der Hand. Einmal fein ausatmen. Und auch hier. Links, rechts zählt einmal. Okay. In 15 Sekunden geht's los. Hüftknochen breiter Stand. Ungefähr 2 Fäuste. 3, 2, 1 and go. Das ist jetzt einmal. Sekunden. Eine Runde geht noch. Yes! Und Pause. 9. Wenn es nur die Hälfte war, 8,5. Ja? Okay. Drei, zwei, eins, go! Links und rechts ist einmal. Wie viel schaffst du? Go, go, go! Eine Sekunde noch. Pause. Ich glaube, es waren 6. In 5 Sekunden geht's los. 3, 2, 1, alles geben. Ist 1. 2. Du machst dein Tempo, aber tief. Letzten 5 Sekunden. Drei. Zwei. Yes! High five! You have made it to your cooldown. Waren das jetzt 15? Schreib auf, wie viel du hast. Sehr gut. Super gemacht. Nimm die Hände auf die Oberschenkel. Atme ein. Lass dein Herz zum Boden fallen. Atme aus, mach dich ganz rund. Einatmen. Herz öffnen und ausatmen, rund machen. Noch zweimal. Und einmal noch. Sehr gut, roll dich auf. Nimm die Hände zum Gesäß. Einatmen, good morning. Und ausatmen, push. Ruhig langsamer, du kennst es schon vom Aktivieren. Und beim Cooldown machen wir das Ganze ein bisschen langsamer. Noch eine Minute, bleib bei mir. Cooldown ist wichtig für die Regeneration.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Hamstrings sind sehr steif. Nimm die linke, das linke Bein nach vorne. Atme ein und aus, nach oben. Auf einmal rundherum die Arme, wechseln die Seite. Arbeite mit deinem Atem, einatmen und aus. Alle Muskelverspannungen gehen lassen. Das wird ein super Tag. Nimm diese Energie in deinen Tag noch einmal auf jeder Seite. Yes. Und hier. Sehr gut. Schüttel dich aus. Nimm die rechte Hand zum linken Ohr. Und Gegengewicht hier. Mein Nacken ist ganz entspannt. Ich freue mich auf einen wundervollen, tollen Tag. Oder einen entspannten Abend. Mein ganzer Körper ist trainiert. Yes, yes, yes. Komm zurück zur Mitte. Schließ kurz die Augen. Eine Hand auf den Solarplexus, eine aufs Herz. Ich danke dir von Herzen fürs Mitmachen. Spüre nochmal in den Körper rein, was so ein Workout mit dir macht. Dieses Kribbeln von den Fußspitzen, den Fingerspitzen, Haarspitzen. Schau, dass du diese Energie, wann immer du sie brauchst, auf sie zugreifen kannst, alleine mit den Gedanken an das heutige Workout. Alle positiven Gedanken hinein und alle Muskelverspannungen, negativen Gedanken einfach ausatmen. Und dann öffne die Augen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Wie gesagt, unten im Kommentar hast du den Link zur unverbindlichen Warteliste. Meld dich an, dann kriegst du sofort 5 Workouts von mir geschenkt, an denen du arbeiten kannst, wo du schauen kannst, hey wow, das sind ganz neue Übungen. Ah, cool, das integriere ich in meine Workout-Routine. Du hast auch einen Link zu 50 Tools für deine persönliche Fitness. Und das Einzige, worum ich dich bitte, ist, mir ein Abo zu hinterlassen, einen Daumen nach oben. Und wenn dir das hier taugt, bitte teil diesen Kanal. Du siehst, er ist noch klein und er möchte wachsen, wachsen, wachsen. Ich will, dass mehr Menschen in ihre Kraft kommen. Und von meinem Herzen zu deinem Herzen, realize your inner glow. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Muah.